Hallihallöle beim 2Gamers-Channel. Wir spielen heute DayZ und der vor uns salutiert, heißt Strelok und in Real Life Basti. Hi. Ja, hier ist Christoph und wir spielen DayZ hier und sind momentan in Elektro, der gefährlichsten Stadt hier in DayZ, auf dem Krankenhausdach. Wir haben ein bisschen vorgearbeitet und uns getroffen und wir können ja mal reingucken in mein Menü. Also wir sind alle beide schon sehr gut ausgestattet. Ich habe hier eine Lee Enfield mit drei Magazinen. Zwei Magazinen. Eine M1911 mit drei Magazinen und 7 Schuss in dem einen noch. Wir haben ein Jagdmesser, wir haben eine Axt, wir haben Streichhölzer, wir haben genug Bandagen, wir haben eigentlich alles. Wir haben sogar Stacheldraht. Und Basti, was hast du so? Oh, mal sehen. Also, natürlich eine AK. Jetzt zähl bitte nicht alles auf, ich habe auch nur ein Stückchen aufgezählt. Ach, keine Sorge, was zu essen, was zu trinken, Bluttransfusion, Morphin. Stimmt. Und eine Knarre mit einem Magazin. So, sonst eigentlich alles, was er hat. Genau. So, da wir jetzt ja auch auf dem neuen Server sind, können wir mal hier im Krankenhaus gucken, weil das letzte Mal, als wir auf einem ähnlichen Server hier waren, wo wir dann hier aufgehört haben, da war das Krankenhaus unten ausgeräumt gewesen, nicht aufgeräumt. Das Krankenhaus ist aufgeräumt, wie schlimm. Am Zombie-Hausmeister, wa? Ja, wie ihr seht, ich habe auch schon ein Stückchen Blut verloren. 11.500 knapp noch. Und, jetzt irgendjemand geschafft, einen Container vor die Leiter zu stellen. Das ist geil. Das habe ich letztes Mal schon festgestellt, als wir da hoch. Das war aber ein anderer Server. Na und? Kommt auch selber hinaus. Graffiti. Sonst steht da eigentlich auch immer eine Kiste, aber auf ins Krankenhaus. So, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde mal sagen, wir kriechen, oder? Ich bin anderer Meinung. Okay, das Krankenhaus ist noch zu, also es ist unberührt. Nimmst du die Axt? Da kommt was. Da kommt ein Überlebender. Wo? Nee, ein Zombie. Ein Zombie ist das. Hinlegen. Ich liege schon. Scheiße. Hat der dich gesehen? Ich weiß es nicht. Ja, der geht auf dich. Ah, scheiße. Kumpel, bleib stehen. Scheiße. Ah, fuck, Alter. Wehe, die hören uns jetzt hier an. Ich hab keine Muni mehr. Hast du noch Muni? Ja, warte. Gib mir jetzt ja auch keinen Headshot, ne? Och, bitte lass jetzt nicht andere irgendwie. Ist das ein Huhn? Da steht mitten auf der Straße ein Huhn. Mach du das Krankenhaus auf, ich nehme das Huhn auseinander. Bist du gemein? Soll ich meine AK wegwerfen? Eine schöne Waffe. Irgendjemand gehört? Sieht nicht so aus. Ich soll doch provisorisch meine Axt nachladen. Ach ja, stimmt ja. Das ist auch so ein kleiner Bug. Gehst du jetzt kaputt? Nö. Oh, wir haben ein Steak von einem Huhn bekommen. Ich weiß nicht, seit wann man Steaks von Hühnern bekommt. Oh. So, das Krankenhaus ist offen und wir durchsuchen hier jetzt mal ein Stückchen. Was haben wir denn? Leere Dosen. Leere Dosen zu verkaufen. Eine Bandage. Ja, ich habe ein Magazin weniger von den Dings. Von der M1014. Hier sind auch noch mal ein paar Bandagen. Falls du noch welche brauchst, aber wir sind ja eigentlich ganz gut gerüstet. Ja, Scheiße, Dosen. Ich hör schon wieder Zombie. Was denn auch? Ah, ja. Klassiker halt. Von der Klassiker, Alter. Ich bräuchte mal wieder was. Scheiße, wieso ist hier nichts drin? Frag mich nicht. Wir könnten ja nochmal zur Feuerwache gehen und die ausräumen. Ja, eine gute Idee. Nimm mal deine AK. Das Haus dahin. Ja, stimmt, in den Schuppen, da waren wir auch das letzte Mal drin, da hatte ich auch ordentlich was zu futtern gefunden. Warte mal, der Zombie trägt was bei sich, einen Stahlbolzen. Aha. Da kommt was angelaufen, lauf. Was, wo? Scheiße! Okay, in das Haus geht's nicht. Nee, nicht wirklich. Scheiße! Lauf! Ach nee, gleich haben wir die halbe Stadtgemeinde am Arsch. Komm, renn! Also da alles friedfertige Bürger, die uns bloß umarmen wollen. Jetzt hab dich nicht so. Okay. Los, jetzt irgendwie hinter Gebäuden abhängen. Komm mit. Hier hinter. Und dann voll ins Gras hinschmeißen, hier. Puh! Komm schon. Scheiße. Nein, ich stehe auf. Scheiße, hatte dich. Au! Auf mich zu hauen. Ich wollte dich bloß umarmen und der will mich hauen.
Böser Bürger. Aber echt. Scheiße, wir brauchen irgendwo ein bisschen höheres Gras, wo wir uns reinpflanzen können. Fuck, Alter. Scheiße. Sackgasse. Nein, jetzt geht er auf mich. Lass mich in Ruhe. Ich find's lustig, wie die Typen seitlich laufen. Aha. Kreuzschritt. Aha. Oh nee, der klebt mir voll. Oh. Jetzt laufe ich natürlich in den nächsten Zombie rein. Damit typisch. Los, komm, jetzt irgendwo hier hinterhin schmeißen. Ich bin in der Küche. Hier, hinter den Zaun. Also, wenn ihr jetzt gleich steht, Strelok was killt, bin ich entweder von einem Zombie gefressen worden oder jemand saß in der Kirche und hat mir einen Kopfschuss gegeben. Viel Sag Spaß beim Erkunden. Ich bin über den Zaun geklettert, da kommen die erstmal nicht so schnell. Okay, die Tür war schon mal zu. Aber drinnen sitzen tut keiner. Ich hab sie abgehängt. Ja, die laufen jetzt ganz gemütlich durch den Gang durch. Ich krieche mal zu dir Richtung Kirche. Na gut, ich trotz meiner AK. Relativ laut, aber die laufen Richtung Kirche, also. So, meine Axt ziehen. Geh mal lieber auf die Straße. Nee, ich bin in der Kirche. Wir gehen auf die Straße und streiken gegen die Zombies. Ja, ich muss erstmal Zombies schnitzeln, ja. So, um auch nochmal was zu DayZ zu sagen: DayZ ist halt eine Mod für Arma 2. Und. Ich merke schon, mein Trick war eine Panikattacke. Echt? Schon wieder? Ja. Du kriegst ja nur eine Panikattacke. Ja, jetzt krieg ich dich ein. Du kriegst gegen Mensch, jetzt gehen. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt irgendwie Richtung Kirche komme. Okay, warten wir auf den Bus. Hm, kommt keiner. Warte einfach weiter. Dann kommt dich der Bund- und Zombie-Busfahrer vielleicht abholen. Ne, der Partybus, mit dem die anderen Überlebenden meistens kommen. Genau. Entweder nehmen sie mich mit oder sie töten mich. Hat sie jetzt schon auch so. Ich sehe hier gerade keinen. Ist eigentlich irgendwas in der Kirche Interessantes drin? Also, Scheiße, ist Hubschrauber, ich höre einen Hubschrauber. Egal, der kann hier nicht. Jetzt komm rein hier. Ohne Hörst du den nicht? Ja, ich höre ihn, jetzt komm rein. Hier ist eine Banditenbude drin, Alter, wir müssen hier weg. So. Jetzt gib mir meine Bluttransfusion. Scheiße, Alter. Wenn wir gleich sterben, Alter, dann gebe ich dir die Schuld. Ach, dann axt ich dich. So, jetzt gib ran. Du musst mittlere Maustaste auf mich machen und eine Bluttransfusion geben. Hä? Wo hast du die denn? Ich hab die gar nicht. Ich hab die in meinem Inventar. Das reicht auch, wenn die in meinem Inventar ist. Ja, aber ich kann die nicht rausnehmen. Da sind 5-mal Lienfried-Magazine und 1-mal Holz. Du sollst die nicht rausnehmen. Mach mit, mach wie, wenn du zum Beispiel einen Rucksack öffnen willst. Mittlere Maustaste irgendwo anders hin. Und dann gehst du über mich. Naja. Und dann steht da GIF Bluttransfusion. Nein, will nicht. Will nicht. Du darfst dein Gewehr raus. Will nicht? Nee, will nicht. Mein Gott. Ja, dann nimm das Ding. Hörst du den nicht? Doch, ich hab den Heli gehabt. Ich brauch trotzdem eine Transfusion. Jetzt nimm dieses Ding und heile mich. Was für ein Ding? Das Blutpaket. Mein Gott. Alter, wieso kann ich das... Willst du mich verarschen? Kannst du das jetzt nicht aufnehmen, oder Doch, was? Doch, jetzt. Wo kommt das hin? Das ist doch. Ach, Alter. Warte mal. Das ist ein bisschen komplizierter. Ich muss jetzt nochmal was raus. Ich futter derweil immer was, wenn du beschäftigt bist. Ja, ja, mach das. Ey, Alter. Mensch. So. Jetzt Gift Blut Transfusion. Oh, ich hab nämlich bis auf 4701. Nee, das ist nicht mehr so toll. Um mal noch ein bisschen was zu DayZ zu sagen. Wie gesagt, das ist halt eine Mod, die auf Arma 2 basiert. Und ein paar Jungs haben sich da gedacht, ach komm, machen wir es mal so eine Mod. Und das ist in den letzten Wochen so richtig dolle von den, ja, wie soll ich es ausdrücken, Besucherzahlen oder Leuten, die sich die Mod halt runterladen, haben halt, ist halt richtig dolle Zuwachs gewesen. Also ich glaube, das spielt schon fast mehr als 1 Million Leute. Oh, hier liegt eine AK. Na, Fortnite meine.
Ich hab mich da vorhin hingelegt, um mich mit der Axt zu bewaffnen. Achso. Da liegt übrigens eine Armbrust, wenn du willst. Ja, aber die ist doch so verbuggt, dachte ich. Ja, ist er auch. Ja, dann nehme ich sie eigentlich. Obwohl, warte mal, kann man die in den Rucksack tun? Wo liegt die denn? Da, hier zwischen den Bänken. Da, hier zwischen den Bänken. Ja. Da. Komm ich nicht durch. Mein Gott, du kommst hier. Kann das sein? Hast du die Tür aufgemacht? Nein, hab ich nicht. Ich sag doch, hau ab. Nein. Mein Gott, es sagt mir nichts. So. Fuck. Wo ist jetzt die Armbrust? Hä? Christoph, ich hab Angst. Nee, ehrlich jetzt, ich hab auch gerade ein bisschen Bammel. So, mach ich die Tür wieder zu, wenn sie gleich wieder aufgeht, wissen wir das eigentlich. Ist das deine AK da, die da liegt? Ja, Boden weg. Wieso hast du. Ich höre Schritt. Ne, warte, das bist du. Oh, du bist so doof, Alter. Basti macht uns hier voll Angst. Puh. Wow. Alter, ich krieg langsam Hunger. Aber ich will meine Dose Sardinen noch ein bisschen aufheben, auch wenn ich Fisch hasse. Kann man das. Ich höre Zombies. Okay, machen wir so. Wir losen aus, wer zuerst vorrennt, wer erschossen wird. Okay, ich. Gut, da du die bessere Bewaffnung hast, denke ich mal, dass du vorrennst. Also, hier ist zwar ein Zombie, aber der bemerkt uns nicht und der rennt auch hinter keinem her, also ist ja auch keiner mehr in der Nähe. Na, der Typ kann ja dann neben der Tür liegen. Soll er doch, ich kriech da jetzt weiter. Kannst du ja hinterher kommen, wenn du willst. Scheiße, ich hab versehentlich die Axt weg. Ach, egal. Bist so blöd. Nö, das Spiel ist verbuggt. Ich hab die Axt eigentlich weggeworfen. Ja. Das sagen sie alle und dann sind sie schwanger. Ne, Basti? Mein Gott, das ist nur einmal passiert. Oh ja, lass uns die Feuerwache nehmen. Doppeldeutig. Ja, wollte ich auch gerade hingehen. Aber war die Feuerwache das da oder dieser hohe Chance? Ja, ist schon richtig. Nee, Rückzug. Scheiße, da läuft mir gerade einer voll in Gang rein oder auf dem Fußweg. Ich hab doch gesagt, lass uns auf den Bus warten. Nein, wir müssen ja in die Kirche gehen. Sunshine. Wow. Wir robben hier gerade durch die Stadt, ganz unauffällig. Warte mal, der ist hier gerade um die Ecke gelaufen. Also du hast keine Zweitwaffenmunition mehr. Also würde ich mal sagen, du hältst dich hier raus. Hör auf ins Mikro zu pfeifen, Alter. Na klar. Ich sag's doch. Scheiße. In die Feuerwache. Du ziehst keine Sorge. Ich meine, sie haben mich ja nicht mal gesehen. Sie verfolgen ja nur mich. Wieso rennst du mir jetzt eigentlich hinterher? Scheiße. Ah ja, hier ist noch alles da. Scheiße, ich renn hoch. Tschüss. Ey, ein DMR-Magazin. Brauche ich aber nicht. Das brauchen wir beide nicht. Habe ich auch noch mal gefunden. Ich wette, da oben ist irgendwo eine DMR. Da liegen noch mehr DMR-Magazine. Ja, im neuen Magazin habe ich noch gefunden. Mein cool. Gott, hier ist ja kein AK-Magazin. Nichts, gar nichts. Gutes zumindest. Aua. Ja, da oben stehen sie, da unten stehen sie und ich glaube, die kommen hier gleich hoch. Habe ich so das Gefühl. Fallen sie doch. Ja. So viel zum Thema, da finde ich doch keine Munition für meine AK. Was ist hier? Ah, ich höre sie schon. Mist. Hinter uns. Ja, wie kommt der hier rein? Frag mich nicht. Ja, natürlich. Durch die Tür glitschen. Ja. Die Kunst des Zombies, durch Tür glitschen. Fähig. Da hinten läuft noch ein Zombie, aufpassen. Wo? Da. Da! Ich sehe nicht. Ach, fuck. Okay, ich bin. Bloß nicht in Panik geraten. Ah! Wir müssen aber gleich wieder zurück in die Stadt. Ich brauche nämlich Muni. Ich auch. Ich habe ja nur ich weiß, wo wir hingehen. Komm mit. Kommt ein bisschen spät.
Ja, spontanes Umdenken, oder was?